Platz 5. Devscape. Devscape ist ein schlichtes, buntes Texture Pack für Minecraft. Es ähnelt sehr dem Sphax Pure BDC Texture Pack. Trotzdem unterscheidet es sich in den Details deutlich. Die Texturen wirken sehr glatt mit wenig Unebenheiten. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Platz 4. Misas Realistic Texture Pack. Eines der beliebtesten Texture Packs ist bereits für Patch 1.5 geupdatet. Es beeindruckt mit einem hohen Detailgrad und schönen Texturen. Allgemein wirkt es etwas dunkler und siedelt sich klar im Fantasy-Genre an. Platz 3. Steel Feathers Enchanted Pack. Ein sehr klassisches Texture Pack, welches weder besonders düster ist, noch viele Details aufweist. Wer die Standardtextur nicht mag und nach Abwechslung sucht, der wird hier gegebenenfalls fündig. Auf jeden Fall ein Blick wert. Platz 2 Summerfields. Mein persönlicher Favorit ist ein relativ helles Texture Pack, welches immer mehr Fans findet. Die einzelnen Texturen der Blöcke passen gut zusammen. Einzig die normalen Steintexturen erfreuen nicht jedermann. Aber man sollte es sich auf jeden Fall mal angucken, denn es ist das Ausprobieren auf jeden Fall wert. Thank you.
Platz 1 Dandelion. Auch Dandelion ist ein relativ buntes, helles Texture Pack. Doch findet man auf vielen Blöcken versteckte Details, beispielsweise auf den Steinstufen. Man sieht, dass das Texture Pack mit sehr viel Liebe erstellt wurde. Unser verdienter Platz 1 in diesem Monat. Thank you.